Hallo, einen wunderschönen Jahresanfang wünsche ich euch. Ja, das neue Jahr hat begonnen und der ein oder andere hat sich mit Sicherheit Vorsätze vorgenommen, die in diesem Jahr anders und besser umzusetzen. Und darüber möchte ich heute mal sprechen. Und zwar mit der Basis von den drei Prinzipien, wo wir immer wieder hinschauen, was kommt uns in die Quere? Wie funktioniert das Menschsein? Und wir beleuchten die einzelnen Themen immer wieder mal, weil es geht immer tiefer. Es hört nicht auf. Du kannst immer mehr sehen. Und je mehr du siehst und je mehr Einsichten, ja, da sind, wo du diese Aha-Erlebnisse aus diesen Metaphern, die wir immer erzählen, selber erlebst, bekommst du mehr und mehr Vertrauen darauf und siehst, diese Prinzipien wirken. Es ist so wundervoll. Ich kann nur sagen, mein Selbstvertrauen, meine Sicherheit haben dermaßen zugenommen. Ich habe auch eine ganz andere Gedankenqualität mittlerweile, ohne dieses harte dran arbeiten mit, ich muss die Glaubenssätze verändern, ich muss Affirmationen machen, ich muss meine Komfortzone verlassen, ich muss Ziele erreichen. Ja, und zu diesem Thema fällt mir dann ein, was Syd Banks mal gesagt hat, der, also der das jetzt entdeckt hat mit den Prinzipien vor etlichen Jahren. Also ich glaube, es sind 40 Jahre bestimmt her. Jetzt allerdings mal mit meinen Worten. Und zwar, dass wir einfach erkennen und entdecken dürfen, dass es nicht wichtig ist, den Inhalt vom Denken, sondern die Tatsache, dass wir denken. Und das ist ein wahnsinnsgroßer Unterschied. Denn wir beschäftigen uns am meisten immer mit den Inhalten unseres Denkens. Und es ist unser Denken, was wir als persönliches Denken uns so, ja, aufgebaut haben, würde ich mal sagen. Und jetzt zurückzukommen zu diesen guten Vorsätzen. Ich habe dazu eine Mail bekommen und da schrieb man mir, dass eine Statistiker sagt, dass 80% der guten Vorsätze im Laufe des Jahres eh wieder losgelassen werden oder nicht durchgesetzt werden oder nicht erreicht werden. Je nachdem, gib dem Kind einen Namen, es ist völlig egal. Und ich habe schon einige Jahre vorher immer mal wieder auch durch meine ja, ich sage jetzt mal energetische Arbeit oder überhaupt mit diesen ganzen Persönlichkeitsentwicklungen und. Dieses Wort Vorsatz schon auch mal anders beleuchtet. Da kannte ich die drei Prinzipien noch gar nicht. Es ist nur eine Metapher, die drei Prinzipien. Es ist eins. Und da war dann einfach Vorsatz. Es steht vor dem Satz. Ja, und was davor steht, kannst du danach vergessen. Einfach nur so eine kleine Metapher, so ein Witz. Aber jetzt mit den drei Prinzipien das zu durchleuchten, mit dem, was oder worauf wir hingewiesen werden, was Syd Banks uns gezeigt hat, in welche Richtung wir schauen mögen. Habe ich dann wirklich mal das
beleuchtet, und zwar mit dem, woher kommen die Vorsätze überhaupt? Und was sind die Vorsätze überhaupt, die guten Vorsätze, die wir haben? Es geht nicht darum, dass es richtig oder falsch ist, sondern einfach nur zu gucken, ah, was kommt uns denn überhaupt in die Quere, warum es vielleicht das eine oder andere Mal nicht klappt, wenn wir uns sowas vornehmen. Ich habe da in zwei Richtungen geschaut, einmal aus dem Raum, wo die Vorsätze herkommen, warum wir Vorsätze haben. Und für mich zum Schauen ist, schaue aber bitte selber, wir haben Vorsätze immer entweder, ich möchte abnehmen, ich möchte mehr Sport treiben, ich möchte aufhören zu rauchen. Ich möchte jetzt dieses Jahr mal mehr auf mich achten. Es sind alles Dinge, die wir bewertet haben in dem alten Jahr, dass das, was wir da gemacht haben, nicht okay ist. Und es wäre besser, die Schlussfolgerung des Denkens, es wäre besser, wenn wir das mal noch verändern würden. Das heißt, es sind bewertende, beurteilende Gedanken, die uns antreiben in das neue Jahr. Weil meistens dieser Übergang, das ist auch so eine Gewohnheitsgeschichte, die noch zusätzlich dazu kommt, dass wir immer sagen, ah, ja, jetzt neues Jahr, neues Glück, neues Aufwärts, Vorwärts und los geht's. Wir haben aber jeden Tag diese Möglichkeit. Wir haben die Bedeutung nicht unbedingt auf Silvester fixiert. Weil du kannst jeden Tag, wenn du Glück hast, morgens aufzustehen, kannst du jeden Tag dich entscheiden und wählen, was anders zu machen. Das ist die eine Seite, wo die Vorsätze herkommen und was die Vorsätze machen, weil die Vorsätze treiben dich an aus einem Denkprozess, weil das, wie es war, war nicht okay. Und damit sind wir wieder im Inhalt des Denkens. Und wenn wir jetzt schauen, wir fangen an, ganz motiviert und machen einiges und tun einiges und unterwegs fangen wir dann an, was kommt uns da in die Quere? Dann kommen uns wieder gewohnheitliche Gedanken in die Quere. Wie? Erstens mal, wie hoch ist die Erwartung, die wir damit verknüpft haben, das umzusetzen? Haben wir drei Schritte vor dem ersten Schritt gemacht? Und nicht, dass das weder richtig noch falsch ist. Einfach hinzuschauen, wie tickt unser Geist? Wie sind wir? Und wenn wir von den Prinzipien sprechen, sprechen wir von dem, ja, der allumfassenden Kraft, die überhaupt das Leben erschafft. Und dann fangen nämlich Dinge wieder an mit Gedanken, die uns in die Quere kommen. Ah ja, passt doch nicht so in meinem Alltag, wie ich mir das gedacht habe. Gedacht. Das habe ich mir gedacht. Oder, ja, so viel Unterstützung habe ich da nicht bei, dass ich das mache. Und ja, es wäre schöner, wenn da jemand mit bei wäre, der das auch, ne, damit man sich gegenseitig, ich sage jetzt mal, befruchtet, um dann auch die Disziplin aufzubauen. Was wäre aber, wenn die Disziplin auch nur ein Gedanke ist? Und ich möchte dich einfach wirklich ermutigen und einladen dazu, hinzugucken, was passiert, während du dir diese guten Vorsätze vorgenommen hast. Was passiert? Was kommt dir in die Quere, um das umzusetzen und umsetzen zu können? Es werden uns nämlich viele Gedanken serviert,
die uns wieder davon abhalten. Und wenn sie eh schon aus einem Raum gekommen sind, der nicht stimmt, weil es Vergangenheit ist, dann wird es in der Zukunft anstrengend. Anstrengend. Und wenn wir zu den Prinzipien schauen und mehr von unserem Persönlichen wegschauen, dann wirst du magische Dinge erleben, die dir dann auffallen, während es gute Vorsätze im neuen Jahr umzusetzen sind, mal mehr, mal weniger. Und dann kommt noch dazu, was ich oft auch höre, wenn du dann die guten Vorsätze nicht umsetzen kannst, machen wir uns wieder falsch dafür? Sind wir wieder nicht richtig? Schaffen wir irgendwas wieder nicht? Wir mäkeln wieder an uns rum. Und wenn wir merken, dass es Gedanken sind, denen wir Glauben schenken, dann wird das auch Wirkung haben auf uns. Und ich möchte dazu heute noch mal einen kleinen Abschnitt vorlesen, das von einem Lieblingsbuch, was ich glaube schon das dritte Mal durchgelesen habe und immer wieder Neues entdecke, habe, Der Weg nach Hause von Dr. Dicken Bettinger und Natascha Sverdlov. Entdecke das Fundament deines psychischen Wohlbefindens. Was ist der Unterschied zwischen Denken und Gedanke? Gedanke ist eine formlose Kraft und es ist das Prinzip, das den Inhalt deines persönlichen Denken erzeugt. Schon dieser Satz lässt erahnen, wo wir und wie wir funktionieren. Oder aber du sagst jetzt, ich mache das Video aus, ihr Alter hat einen Knall. Aber auch das ist alles okay. Ich lese nochmal und spüre einfach mal rein, wenn ich diesen Satz sage, was du spüren kannst, wenn du nicht mit dem Kopf zuhörst und direkt hier wieder dabei bist mit deinem Denken. Gedanke ist eine formlose Kraft und es ist das Prinzip, das den Inhalt deines persönlichen Denkens erzeugt. Es ist das Prinzip, das deinen Gedanken des Kummers, der Trauer, der Verachtung, der Freude oder der Begeisterung erschafft. Auf eine sehr einfache Art und Weise erzeugt das Prinzip Gedanke ununterbrochen deine täglichen Erfahrungen. Welch Glück, dass du als Denker die Freiheit besitzt, die Kraft von Gedanke zu gebrauchen. Wendest du Gedanke weise an, erkennst du, wie Sid einst sagte, dass deine Gedanken keine eigene Macht besitzen, sondern nur die, die du ihnen verleihst. Das bedeutet, dass Gedanken des Kummers, der Trauer oder der Unzufriedenheit keine eigene Bedeutung haben, es sei denn, wir schreiben ihnen eine Bedeutung zu. Alle Gedanken, die keine Bedeutung haben, kommen und gehen ungehindert, ohne dich negativ zu beeinflussen. Es ist wie das, was passieren würde, wenn deine persönlichen Gedanken plötzlich in einer anderen Sprache wären, die du nicht verstehst.
Wenn wir viel in dieser Persönlichkeitsentwicklung unterwegs sind, haben wir das eine oder andere schon gehört, dass wir 60.000 bis 80.000 Gedanken am Tag kommen und gehen haben. Manche sind da, weil wir sie wahrmachen, weil wir sie festhalten, weil wir denen eine Bedeutung geben, diesem Wort. Und dann wird es zu unserem Persönlichen. Und wir schauen durch unsere persönliche Brille der Erfahrungen, die wir gemacht haben. Die Erfahrungen sind aber Vergangenheit. Die haben mit dem jetzigen Moment überhaupt nichts zu tun. Und auch ich gehörte Jahre, Jahre dazu, dass für mich Vergangenheitsarbeit eine große Bedeutung hatte. Und ich die Vergangenheit auch festgehalten habe, bis ich, wie gesagt, auch selbst die Einladung bekommen habe und darüber gestolpert bin, über die Prinzipien, die mich jetzt ein Dreivierteljahr ungefähr begleiten. Und wenn du selber schaust, deine Gedankengänge, viele in der Vergangenheit, viele in der Zukunft, wenig im Hier und Jetzt. Und es sind dann Inhalte. Wir sind aber der Denker. Das heißt, das Denken geschieht uns. Es fließt durch uns. Wenn du deinen Fokus nur auf deinen Denken hast, wirst du endlos den Inhalt deiner Gedanken untersuchen. Das Prinzip Gedanke zu erkennen, befähigt dich, aus dem Inhalt deines Denkens aufzuwachen und die wahre Quelle deines Erlebens zu erkennen. Diese Erkenntnis wird dir helfen. Sie erlaubt dir aufzuhören, etwas anderes als Gedanke für dein Erleben verantwortlich zu machen. Dr. Dickenbettinger ist auch vor etlichen Jahren, da hat er schon 10 Jahre als, ja, ich sag jetzt mal, Psychologe gearbeitet mit den ganz herkömmlichen Methoden, die ja in der Psychologie angewandt werden. Und er hat auch einige Videos, wo du selber schauen kannst. Du kannst dir das auf Deutsch stellen, wenn du kein Englisch kannst. Und er hat ganz eng gelernt von Syd Banks und selber geschaut, weil es geht nicht darum, und wir sagen es alle, egal wer es ist, der aus diesem Prinzipienbereich kommt, glaub uns kein Wort, hör dir das an, hör tief zu und entdecke selbst, weil nur das Selbstentdecken bringt dich in das Sehen und das, was du siehst und realisierst, verändert sich. Und das im Zusammenhang jetzt nochmal, um den Bogen nochmal zurückzuspannen. Es geht hier natürlich noch ein ganzes Stück weiter, aber ich kann es nur empfehlen. Ich möchte nicht das ganze Buch vorlesen, obwohl es wäre lesenswert auf jeden Fall vorzulesen. Und wenn wir jetzt den Bogen wieder zurückspannen auf die guten Vorsätze und was uns in die Quere kommen kann, dass wir diese Vorsätze nicht umsetzen können. Oder uns schwer tun, sie umzusetzen, sagen wir mal so. Weil es gibt ja schon auch Menschen, die können es umsetzen. Was ist da anders? Was ist da anders? Und in diesem Sinne sage ich Dankeschön für eure Treue, für das Schauen der Videos, für das Interesse, selbst zu gucken, einen frischen Blick darauf zu bekommen, die Perspektive zu wechseln, wie Menschsein funktioniert, wie Leben funktioniert. In diesem Sinne, ein vollkommen
entdeckungsvolles, wundervolles, staunendes Jahr 2024. Ciao, ihr Lieben.